Als Kinder haben wir eines am liebsten getan, draußen rumtoben. Da war alles andere egal, man konnte sich konzentrieren und vor allen Dingen, das Leben war voll in Ordnung. Bis dann jemand schrie, Hausaufgaben machen. Voll motiviert ist man natürlich in die Bude gestürmt, griff den nächsten Stift, der natürlich unangespitzt in der Ecke rumlag, und machte sich über das üble Thema, vor allen Dingen leidige Thema Hausaufgaben her. Aber meistens war nach 5 Minuten Schluss, denn die Gedanken waren ganz woanders. Wer selbst Kinder hat, weiß, wie schwierig es ist, die dann zum Weitermachen zu motivieren. Fokus Schule-Redakteurin Simone Schäufler kennt aber ein paar gute Konzentrationstipps. Hallo Frau Schäufler. Hallo, ich grüße Sie. Woran liegt es denn nun, dass Kinder bei vielen Dingen so schnell die Konzentration verlieren? Also mir ging es ähnlich. Weil sie dafür nicht motiviert sind. Die wichtigste Voraussetzung für Konzentration ist neugierig sein, etwas wissen wollen. Und dann macht Lernen Spaß und man bleibt gerne bei der Sache. Unangenehme Dinge oder Aufgaben, auf die man keine Lust hat, versucht man ja eher zu vermeiden. Man lässt sich dann gerne davon ablenken. Das ist zwar normal und verständlich, klar ist, auf Dauer muss man mögen, was man tut. Trotzdem macht nicht alles Spaß, was sein muss. Und dann wird Konzentration zu harter Arbeit. Was stört denn noch dabei, sich gezielt dann wirklich nur auf eine Sache zu konzentrieren? Also wer sich konzentrieren will, muss seine Aufmerksamkeit im Gehirn bündeln und sie wie einen Scheinwerfer auf eine Sache lenken und dabei alles andere ausblenden. Also man darf sich nicht ablenken lassen. Das heißt, alle Versuchungen wie Handy, Spielekonsole, Telefon, Fernseher, Facebook sollten außer Reichweite sein, wenn man sich auf eine schwierige Aufgabe konzentrieren will. Wird man nämlich ständig rausgerissen bei der Arbeit, braucht man nach der Unterbrechung ungefähr 10 bis 15 Minuten, um sich wieder neu einzudenken. Das ist frustrierend, ungeheuer ineffektiv und so dauert das Ganze noch länger. Naja, Hausaufgaben machen ja im Allgemeinen keinen Spaß. Woran kann es denn noch liegen, dass die Gedanken bei den Hausaufgaben, eben gerade bei den Hausaufgaben, so schnell abschweifen? Vielleicht sind die Aufgaben zu schwer oder zu viel, sodass das Kind keinen Anfang findet. Vielleicht sind die Aufgaben auch zu leicht, sodass es immer wieder abschweift, weil es unterfordert ist. Deshalb sollen die Aufgaben so gestrickt sein, dass sie die Kinder herausfordern, also sie sollen sich anstrengen müssen. Gleichzeitig müssen die Aufgaben aber auch machbar für sie sein. Also im Idealfall geben Lehrer solche Aufgaben auf, die weder zu schwer noch zu leicht sind. Und der Maßstab für den Schwierigkeitsgrad ist immer das einzelne Kind. Dann erleben Schüler beim Lernen immer wieder kleine Erfolge, was langfristig Lust auf Lernen macht. Wie können denn nun die Eltern speziell ihren Kindern dabei helfen? Manchmal reicht es schon, dem Kind die Aufgabenstellung nochmal in anderen Worten zu erklären, um alle Unklarheiten zu beseitigen und es dann in Ruhe daran arbeiten zu lassen. Aber vor allem Grundschüler sind oft noch sehr unstrukturiert und brauchen Unterstützung bei der Organisation der Arbeit. Also wann mache ich heute überhaupt Hausaufgaben gleich oder später? Womit fange ich an? Wie teile ich mir die Arbeit ein? Und wie gehe ich eine komplexe Aufgabe am besten an? Und die Kids selber, was hilft ihnen eigentlich dabei, ihre Konzentrationsfähigkeit dann letztendlich doch zu steigern? Sport, also möglichst viel und möglichst jeden Tag. Dabei spielt die Sportart keine Rolle. Wichtig ist, dass man sich regelmäßig bewegt, am besten draußen. Die Konzentrationsfähigkeit wird auch gesteigert, wenn man viel selbst liest oder wenn einem vorgelesen wird bei den jüngeren Kindern oder wenn man ein Musikinstrument spielt. Manche ältere Schüler meditieren vielleicht. Hirnforscher bestätigen da, dass das die Konzentration auch sehr gut trainiert und nachhaltig steigert. Fokus Schule-Redakteurin Simone Schäufler mit Tipps zum besseren Konzentrieren bei den Hausaufgaben. Ich gehe jetzt auf den Hof runter, ein bisschen Springseil hüpfen. Vielen Dank, Frau Schäufler. Sehr gerne. Danke, tschüss.